So, dann fangen wir doch gleich mal an. Also so sieht später die fertige Socke aus. Wir beginnen von hier oben, machen einen Maschenanschlag zusammen, schließen das Ganze zur Runde, machen dann das wunderschöne Bündchen. Dann kommt hier die Schaftlänge. Hier wird es ein schönes 3D-elastisches Muster sein. Das habe ich selbst kreiert. Dann stricken wir zusammen die Shadowweb-Ferse. Hier vorne auf der Oberseite stricken wir weiter in dem Muster und unten glatt rechts und zum Schluss dann noch die Bandspitze. Genau, das mal zur Socke, wie sie später fertig aussieht. Ich habe das Ganze mit der Sandnes Garn Perfect gestrickt in der Farbe 2650. Genau, die besteht aus 80% Wolle und 20% Nylon. Genau, du kannst aber auch jede andere achtfach, sechsfach oder auch sogar vierfach Sockenwolle benutzen. Das liegt ganz bei dir. Ich wollte so richtig schöne, kuschelige, warme Socken für den Winter und deshalb habe ich die Wolle hier ausgesucht. Das ist vergleichsweise mit der achtfach Sockenwolle. Also wir stricken jetzt mit dem Garn mit 4 mm Nadeln. Genau, so. Und dann würde ich sagen, schnapp dir deine Wolle. Und dann holst du hier den Faden. Und dann fangen wir mal an. Es gibt nämlich einen ganz einfachen Trick, wie du hier auch ausrechnen kannst, wie viel Faden du brauchst, um jetzt deine 40 Maschen anzuschlagen. Und ich mache das immer so, dass ich mir, sag ich mal, so viel vom Faden ungefähr oder auch ein bisschen mehr übrig lasse oder schon mal abwickle. Und dann gibt es einen ganz einfachen Trick, indem du dann ab da deine Nadel nimmst, den Faden mit dem Daumen hier ein bisschen festhältst und jetzt einfach mal ein paar Mal den Faden um die Nadel wickelst. Das heißt, wir machen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ganz locker, 17, 18, 19 und 20. Jetzt weiß ich, wenn ich das jetzt hier so wieder rausziehe und hier habe ich meinen Finger und den Faden doppelt nehme, heißt, ich brauche so viel Faden jetzt für 40 Maschen. Genau. Und dann kannst du einfach ab hier dann deine Maschen anschlagen. Das ist eigentlich immer eine gute Technik, wenn man das vielleicht gerade am Anfang noch nicht so weiß, wie viel Faden man braucht, weil ich glaube, es gibt nichts Ärgerlicheres, wie wenn du fast deine Maschen angeschlagen hast und dann doch merkst, oh Mist, die Wolle reicht mir nicht oder der Faden ist zu kurz. Deshalb gibt es diese Variante, dass du das vorher testen kannst. Dann legst du den Faden, also der hier führt zur Wolle, legst du jetzt so über deine zwei Finger und dann schlägst du ganz, ganz locker deine 40 Maschen an. Ich mache immer am Anfang die Twist-Methode, nee, die Twist-Methode. Du kannst aber ja den Maschenanschlag nehmen, den du möchtest. Ich gehe einfach hier von oben und twiste den Faden so und habe dann somit schon meine erste Masche. Und wir schlagen jetzt wirklich, wie du hier siehst, ganz, ganz locker und ganz, ja, nicht zu locker, aber auch nicht zu fest. Also so, du kannst es mal so testen, dass die hier noch so schön auf der Nadel rutschen. Und jetzt schlägst du hier 40 Maschen an. So, ich habe jetzt hier meine 40 Maschen angeschlagen und stricke jetzt noch oder schlage jetzt noch eine Masche mehr an, also 40 plus 1, weil wir die gleich brauchen, damit wir zur Runde schließen können. Genau, also ich habe jetzt hier insgesamt 41 Maschen und ganz wichtig, zählt dir auf jeden Fall hier nochmal durch, dass du keine zu wenig hast. Und dann zählst du von hier hinten, wo nicht der Faden ist. Der Faden ist ja hier auf der linken Seite. Du zählst jetzt hier von hinten 20 Maschen. Das heißt 1, 2, nee, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20. So. Und hier tust du dann das Seil so biegen. Also hier haben wir jetzt unsere Mitte. Das sind 20 Maschen und auf der anderen Seite jetzt sind jetzt 21, weil wir ja eine Masche gerade eben noch dazu genommen haben. So. Und dann immer schauen, dass sich die Maschen hier jetzt nicht verdrehen am Anfang. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Und du verteilst jetzt in dem Sinn die Maschen auf zwei Nadeln. So, jetzt hast du auf der hinteren Nadel, auch hier kannst du jetzt nochmal schauen, ne, dass du dir die so schön hindrehst und die hier vorne genauso. Das ist jetzt am Anfang vielleicht noch ein bisschen eine Rumfummelei, aber wenn du mal ein paar Runden gestrickt hast in dein Bündchen, dann ist das nachher überhaupt kein Problem mehr. So. Jetzt haben wir hier vorne 20 und hier hinten 21 und wir holen uns jetzt die vordere Nadel, die vordere Masche von der hinteren Nadel nach vorne. Du kannst das auch mit deiner Nadel machen. Ich mache es aber eigentlich immer so, dass ich meinen Finger dafür benutze und hebe die jetzt hier vor, ziehe dann nochmal schön fest, dass sich hier jetzt auch bei der Lücke jetzt gleich kein Loch bildet. Und du nimmst jetzt, das ist ja hier das Ende, später zum Vernähen oder zum Verstricken. Und den Faden, der zur Wolle führt, nimmst du jetzt zwischen die beiden Nadeln, wickelst dir ein bisschen ab, dass der nicht zu straff ist und nimmst ihn auf die Hand und ziehst jetzt die hintere Nadel raus. Passiert ja nichts, weil die Maschen bleiben ja auf dem Seil. Und jetzt strickst du nämlich die ersten beiden Maschen zusammen. Das heißt, die vordere ist ja die, wo man noch dazu genommen haben, die wo auf der hinteren Nadel war, und das ist unsere erste Masche von der Vorderseite gerade eben, ne? Und die beiden stricken wir jetzt zusammen. Das heißt, du gehst von links nach rechts in beide Maschen rein, holst dir von hinten den Faden wie für eine rechte Masche und gehst jetzt mit dem Faden durch beide durch und dann hebst du ab. Und ganz wichtig, nimm hier den Faden und ziehe hier noch schön fest, das ist der ja, wo wir später zum Vernähen nehmen, dass sich hier jetzt einfach kein Loch bildet. Und dann fangen wir in dem Sinn jetzt auch schon an mit unserem Muster fürs Bündchen. Und zwar stricken wir jetzt, die erste haben wir rechts gestrickt und die zweite Masche stricken wir links. Und das im Wechsel. Eine Masche rechts und eine Masche links. Eine Masche rechts und eine Masche links. Das machst du jetzt mal hier auf der vorderen Nadel mit den ersten 20 Maschen und wirklich schön locker stricken. Nicht zu fest. Und einfach immer im Wechsel eine rechts und eine links. So, jetzt habe ich hier noch zwei Maschen auf der vorderen Nadel. Die eine wieder rechts und die zweite wieder links. Und hier auch immer schön die letzte immer schön festziehen. So, dann haben wir das erledigt. Dann ziehen wir unser Seil durch. So, und dann ziehen wir auch wieder die hintere Nadel raus. Und jetzt geht das Gleiche hier auf der anderen Seite weiter. Also die erste Masche rechts und auch hier immer schön festziehen, dass jetzt hier kein Loch gibt und die zweite links. Und das machst du hier jetzt auch im Wechsel. Genau, und das war jetzt erstmal die Erklärung zum Bündchen. Wie gesagt, in der Beschreibung, in der schriftlichen Anleitung steht ja, wie viel Reihen bzw. Runden du strickst fürs Bündchen. Und dann würde ich sagen, darfst du das jetzt gerne machen? Immer im Wechsel eine Masche rechts und eine Masche links. Und wenn du soweit bist, dann sehen wir uns wieder. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt unser Bündchen gestrickt. Und ja, jetzt beginnen wir gleich beim Schaft und in der ersten Runde vom Schaft nehmen wir hier vorne zwei Maschen zu und auf der hinteren Nadel auch zwei Maschen zu.
Und zwar machen wir das mit hier vorne mit der links geneigten Zunahme und hier hinten mit der rechts geneigten Zunahme. Und hier strickst du die erste Masche rechts, holst dir jetzt den Querfaden hier und zwar kannst du mit einer linken Nadel von vorne in die Masche rein und dann strickst du diese Masche rechts verschränkt. Also du stechst mit der rechten Nadel sozusagen von hinten in die Masche ein, holst den Faden und strickst diese ab. So, dann stricken wir die nächste Masche wieder rechts. Haben wir drei rechte Maschen. Dann kommt eine linke Masche. Dann heben wir die nächste Masche einfach ab und wieder eine linke Masche. Und das ist auch schon unser Rapport von sechs Maschen, also drei rechts, eine links, eine abheben, eine links in der ersten Runde. Genau, jetzt wieder von vorne, drei Maschen rechts, eine links, eine wie zum Linksstricken abheben und wieder eine links. Und dann wieder von vorne, drei rechts. Eine links, eine abheben und eine links. So, und jetzt haben wir hier noch drei Maschen auf der Nadel. Wir nehmen nur hier eine zu. Ich habe es gerade noch mal kurz durchgezählt, weil ich mir auch gerade nicht ganz sicher war, beziehungsweise ich mich gerade gewundert habe. Aber wir nehmen nur hier eine Masche zu, also nur eine links geneigte Zunahme. So, das heißt, die letzten drei Maschen stricken wir rechts. So, das auf der Seite, dann drehen wir um. Beziehungsweise, wenn du mit dem Nadelspiel strickst, strickst du auch dann einfach im Muster weiter. So, das heißt, wir haben hier jetzt die drei Maschen rechts gestrickt. Das heißt, hier kommt dann eine linke Masche. Dann heben wir wieder die nächste ab und stricken wieder eine linke. Und damit jetzt, weil wir hier eine zugenommen haben, habe ich gedacht, nehme ich jetzt hier einfach noch eine Masche zu, anstatt hier auf der Seite, dass sich das vielleicht ein bisschen besser verteilt. Das heißt, die nächste Masche stricken wir rechts. Dann nehmen wir hier wieder eine links geneigte Zunahme. Also ja auch hier wieder den Querfaden auf die Nadel legen und den hier auch wieder verschränkt rechts stricken. Das ist jetzt die erste, die zweite rechte und die dritte rechte. Ja, dann wieder eine links, eine abheben und wieder eine links. Und das machst du jetzt noch bis zum Ende der Nadel, also drei Maschen rechts, dann eine Masche links, eine abheben und wieder eine links. So, und dann das letzte Mal eins. Zwei, drei Maschen rechts, eine Masche links, eine abheben und wieder eine Masche links. So, jetzt haben wir nämlich die Maschen zugenommen, die wir gebraucht haben. Also dann waren es insgesamt zwei Stück. Auf der haben wir eine zugenommen und auf der Rückseite oder auf der hinteren Nadel auch. Ja, und die zweite Runde, die ist ein bisschen minimal anders da wie die erste. Die zeige ich dir jetzt auch nochmal. Also auch hier stricken wir drei Maschen rechts. Und die haben wir jetzt ja gerade, nee, die stricken wir noch links, genau. Und die nächste haben wir ja vorhin abgehoben. Die strickst du jetzt rechts. Und die nächste wieder links. Und dann geht es wieder von vorne los. Drei Maschen rechts. Eine links. Dann die rechts stricken, die wir vorhin abgehoben haben. Und wieder eine links. Und dann wieder von vorne. Eins, zwei, drei Maschen rechts. Eine links, die abgehobene wieder rechts stricken und die letzte wieder links. Und dann haben wir hier die letzten drei rechten, die stricken wir auch ganz normal wieder rechts auf der Nadel. Und dann drehen wir um. So, dann geht es hier mit einer linken Maschen weiter. Das siehst du ja auch hier, weil die letzte war ja auch schon eine linke. Links, dann die abgehobene wieder rechts
und wieder eine links. Ich zeige dir das jetzt hier noch auf der Nadel, drei Maschen rechts, eine links, die abgehobene wieder rechts und die letzte links. Eins, zwei, drei rechts, eine links, die nächste rechts und wieder links. Und dann kommen wir wieder drei Maschen rechts. Eine links, die abgehobene rechts und die letzte wieder links. Genau, und diese zwei Runden wiederholst du jetzt die ganze Zeit bei deiner Schaftlänge, bis du die Länge erreicht hast. Auch die Länge, die ich gestrickt habe bei meiner Socke, findest du in der Anleitung. Und in der ersten Runde strickst du immer drei Maschen rechts, eine links, eine abheben und eine wieder links im Wechsel. Und in der nächsten Runde strickst du wieder drei Maschen rechts, eine rechts und eine wieder links. Genau, also eigentlich wechselst du immer nur die abgehobene Masche immer ab, also in der ersten Runde abheben und in der zweiten Runde rechts stricken. Genau, also ich finde, es ist ein total super einfaches Muster. Ich wünsche dir jetzt erstmal da ganz viel Spaß beim Stricken. Und wenn du die Schaftlänge erreicht hast, dann sehen wir uns für die Shadow-Web-Ferse wieder. So, das sind wir jetzt. Ich habe jetzt meine Schaftlänge hier erreicht. Ich zeige dir das mal kurz im Vergleich. Genau, also hier sind wir jetzt. Und jetzt stricken wir ja hier diese Shadow-Web-Ferse. Das ist in dem Sinne eine Boomerang-Ferse, wo mit Shadow-Webs gearbeitet wird. Und ich habe die jetzt ohne Verstärkung gestrickt, weil einfach die Wolle hier ja auch relativ dick ist, weil es Achtfach-Sockenwolle ist, beziehungsweise man mit 4 mm Nadeln strickt. Und ja, deswegen habe ich die Ferse jetzt ohne Verstärkung gestrickt, aber du kannst die ja, wenn du sie anders haben möchtest, auch anpassen. Genau, so, weil wir ja hier auf unserer Vorderseite im Muster weiter stricken, weil wir ja auch hier vorne in dem Sinn weiter stricken im Muster, stricken wir jetzt hier auf der Vorderseite auch im Muster weiter. Warte mal, ich nehme dich mal hier so ein Stück. Siehst du zwar hier unten mein... vielleicht so geht's. Also, das heißt, du nimmst den Faden auf. Und wir stricken jetzt hier auf der Vorderseite einfach im Muster. Das heißt, die ersten drei Maschen rechts. Eine Masche links. Dann heben wir wieder die nächste ab und wieder eine Masche links. So. Das machen wir jetzt hier weiter, bis du am Ende von deiner vorderen Nadel bist. Drei rechts, eine links, eine abheben, eine links und die letzten drei Maschen sind bei mir rechts. So, dann sind wir jetzt auf unserer Rückseite und auf unserer Ferse. So, und jetzt haben wir hier gerade hier auf der Vorderseite ja noch unser Muster gestrickt und hier sind wir jetzt auf der Rückseite und hier stricken wir jetzt alle Masche rechts bis eine vorm Ende der Nadel. Genau, also wirklich ganz, ganz einfach, nur rechte Maschen. So, jetzt habe ich hier noch zwei auf der Nadel und die vorletzte stricke ich auch rechts und jetzt haben wir hier noch eine. Und hier nehmen wir uns jetzt dieses linke Beinchen, also in dem sind dieser Querfaden von der linken Masche, den holst du dir mit der rechten Nadel und legst ihn auf die linke Nadel drauf. Und heb am besten die letzte Masche mit deinem linken Daumen fest, dass die hier so ein bisschen auseinander sind, die zwei Maschen und nicht zusammenrutschen. Und dann strickst du diese gerade abgehobene Masche links. Und lässt sie aber auf der, beziehungsweise du hast jetzt hier links
und tust sie aber wieder auf die linke Masche heben und hast somit jetzt hier dein erstes Shadow Web gestrickt. Dann drehst du um und wir bleiben jetzt in dem Sinn nur hier auf der hinteren Nadel. Das heißt, das vordere Teil kannst du jetzt erstmal ignorieren. Jetzt stricken wir alle Maschen links bis eine hier vom Ende der Nadel. Also alle Maschen links stricken. Mal gucken, ich ziehe die mir immer gerne noch so ein bisschen fest, gerade bei der Ferse, dass die nicht zu locker sind. So. Und dann hast du jetzt hier auch die letzte Masche noch auf der linken Nadel. Und hier machen wir das genauso. Du gehst hier von unten in diese Masche rein. Hebst die auf die Nadel, hebst schon mal hier mit deinem linken Daumen die andere, die letzte Masche fest und strickst dann diese gerade abgehobene Masche links. Jetzt ist die hier kurz auf deiner rechten Nadel und jetzt hebst du die wieder auf die linke Nadel und drehst um. So. Und jetzt stricken wir hier wieder alle Masche rechts bis eine vor dem Shadow Web. So. Das heißt, das Shadow Web, das ist hier diese Doppelmasche. Das kannst du dir einfach merken, auch wenn du es jetzt nicht vielleicht so gut erkennst. Diese Doppelmasche ist das Shadow Web. Und die eine davor halten wir an. So, das heißt, das Shadow Web ist das. Und das ist jetzt die Masche. Und hier holen wir uns jetzt das rechte Beinchen von der Masche unterhalb, legen das hier auf die Nadel und stricken das auch rechts ab und heben es auch gleich wieder auf die linke Nadel. Und das ist jetzt unser zweites Shadow Web. Und dann drehen wir wieder um. Dann wie gerade eben stricken wir auf der Rückseite alle Maschen links und auch hier bis eine vom Shadow Web. Also in dem Sinn, wenn du das Shadow Web jetzt hier nicht so erkennst, kannst du sagen, okay, das ist das Shadow Web und die sollen wir nicht stricken. Also in dem Sinn 1, 2, 3. Bis hierhin strickst du links. So, das sehen wir jetzt auch schon. Und auch hier holst du wieder dieses Beinchen vor der linken Masche, hebst es auf die Nadel, strickst dieses links ab und legst es gleich wieder auf die linke Nadel. Jetzt haben wir auch hier unser zweites Shadow Web. So, jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einmal zusammen auf der Hin- und auf der Rückreihe. Und dann, denke ich mal, schaffst du den Rest erstmal ohne mich, bis wir uns wieder treffen. Also hier auf der Vorderseite strickst du alle Maschen rechts. Bis eine Masche vom Shadow Web. Und du kannst auch immer so ein bisschen mitzählen oder du nimmst einen Maschenmarkierer, falls du die Shadow Webs noch nicht so gut erkennst. Aber du siehst jetzt, das ist das erste Shadow Web, das ist das zweite und das hier ist die Masche davor. Also bis hierhin stricken wir jetzt rechts. So, da sind wir jetzt auch schon. Auch hier nehmen wir uns wieder das rechte Beinchen, legen es auf die Nadel, stricken dieses rechts und heben es gleich wieder auf die linke Nadel. Und jetzt haben wir hier schon unser drittes Shadow Web. Und auf der Rückseite stricken wir jetzt auch wieder alle Maschen links bis eine Masche vom Shadow Web.
Du kannst es dir ja nicht immer so merken, weil ich finde, bei auf der linken Seite erkennt man die Shadow Webs nicht ganz so gut wie auf der Vorderseite. Das heißt, wenn du hier jetzt das dritte Shadow Web gestrickt hast, heißt, du strickst jetzt hier hinten auch das dritte Shadow Web. Das heißt, es ist das erste, das zweite und bis hierhin stricken wir jetzt links und das machst du dann zum Shadow Web. So merke ich mir das immer, aber wenn du es nicht so gut erkennen kannst, gerade vielleicht als Strickanfänger, kannst du dir auch gerne Maschenmarkierer holen und es dann eben markieren. So, also einfach linke Maschen bis eine Masche vor den Shadow Webs. Und so, das sind wir jetzt auch schon. Ich habe hier das erste Shadow Web, das zweite Shadow Web und hier, das mache ich jetzt zum dritten. Das heißt, auch hier hole ich mir wieder den Querfaden, lege ihn auf die linke Masche, stricke diesen links ab und hebe jetzt diese links gestrickte Masche auf die linke Nadel und drehe wieder um. Und das machst du jetzt so lange, bis du auf der rechten Seite 7 Shadow Webs hast. Und auch auf der linken Seite 7 Shadow Webs, dass du deine Maschenanzahl sozusagen durch drei teilst. Das heißt, du hast 7 Shadow Webs, dann 7 normale Maschen und dann hier auch wieder 7 Shadow Webs. Und wenn du soweit bist, dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe gedacht, ich nehme dich jetzt noch mit. Also ich habe jetzt hier auf der linken Seite, auf der Vorderseite, gerade mein siebtes Shadow Web gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und bin jetzt wieder auf der Rückseite. Ich habe gedacht, wir machen das letzte Shadow Web jetzt einfach zusammen. Das heißt, wir stricken jetzt 7 Maschen links, wenn ich richtig gezählt habe. 3, 4, 5. Ich mache dich mal ein Stück weg. 6. Und 7 habe ich jetzt richtig gezählt. Also wir haben hier auf der Seite 2, 4, 6, 7 Shadow Webs, dann 2, 4, 6, 7 normale Maschen. Und hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 genau. Und jetzt mache ich das siebte auch noch zum Shadow Web. Das heißt, hier wieder diesen Querfaden auf die linke Nadel legen, diesen links abstricken. Und Moment, ich bin hier irgendwie verhakt. So. Genau, und das ist nämlich, jetzt siehst du das auch, was passiert. Sie verkreuzen sich so, wenn du nämlich die hintere Masche nicht ein bisschen festhebst. Deswegen habe ich das am Anfang dazu gesagt. So, und jetzt heben wir die Masche wieder auf die linke Nadel. Jetzt haben wir hier auch 7 Shadow Webs. So, das heißt, du dürftest jetzt genauso weit sein wie ich. 7 Shadow Webs, 7 normale Maschen und hier auf der Seite auch 7 Shadow Webs. Wenn du soweit bist, stricken wir jetzt die 7 normalen Maschen ganz normal rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, und jetzt kommen die 7 Shadow Webs. Und die stricken wir ganz einfach rechts zusammen. Das heißt, du gehst immer von links in die Doppelmasche rein und strickst diese rechts ab. Dann in die nächste, von links in beide Maschen rein und rechts. Und das machst du jetzt bis zum Ende der Nadel, also alle Shadow Webs rechts zusammen stricken. So. Jetzt siehst du hier auch, wie sich schon so hier auf der Seite so ganz leicht die Ferse hier so ein bisschen bildet. Jetzt sind wir für eine Zwischenrunde auf der Vorderseite. Das heißt, wir haben ja ganz am Anfang, bevor wir mit unseren Shadow Webs und mit unserer Ferse angefangen haben, haben wir ja hier eine Reihe auf der Vorderseite Muster gestrickt. Das heißt, immer mit einer Masche abgehoben hier. Die, wo dann hier so schön erhaben sind. Das heißt, jetzt stricken wir die rechts. Und hier stricken wir jetzt auch in unserem Muster. Das heißt, das machen wir jetzt zusammen. Die ersten drei Maschen stricken wir rechts. Eins, zwei, drei. Dann stricken wir eine links. Wie gerade erwähnt, die abgehobene Masche stricken wir rechts und wieder links.
Und das machst du jetzt bis zum Ende der Reihe. Das heißt, drei Maschen rechts, also einfach unser Rapport, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und dann wieder von vorne, drei Maschen rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und die letzten drei Maschen rechts. So, genau. Das war die Vorderseite, das war jetzt nur so eine Zwischenrunde. Beziehungsweise wir stricken, glaube ich, gleich noch. Nee, wir stricken keine mehr vorne. Jetzt sind wir wieder nur hier hinten auf unserer Ferse. Und wir stricken jetzt auch diese 7 Shadow Wraps rechts zusammen. Allerdings, was ich immer mache, ist, ich hebe die erste Masche ab und drehe die um, damit die einfach jetzt schöner, damit das schöner aussieht. Das heißt, du gehst jetzt auch hier in das erste Shadow Wrap von links rein durch beide Maschen und strickst das rechts. Dann hier hebe ich wieder meine erste Masche ab, lege sie mir wieder auf die Nadel, also drehe die in dem Sinne nur um und stricke jetzt hier mein zweites Shadow Wrap rechts ab. Und die nächste wieder hier umdrehen. Und beziehungsweise nicht zum Shadow Wrap, sondern das Shadow Wrap rechts abstricken. Genau, also das machst du jetzt mit deinen restlichen Shadow Wraps. Immer die erste Masche umdrehen. Muss man nicht, kann man aber. Ich finde es schöner. Und dann in beide Reihen und rechts abstricken. So, jetzt schaue ich gerade mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben noch zwei Stück. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind wir, hier kommen jetzt unsere 7 normale Maschen und dann unsere 7 Maschen, wo wir gerade eben schon zusammengestrickt haben, wo hier auch die 7 Shadow Webs waren. Und wir stricken jetzt die 7 Maschen rechts, die in der Mitte sind. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt gehen wir so vor, damit sich unsere Ferse bildet. Und das heißt, zähl am besten auch nochmal nach, dass du jetzt keine Masche aus Versehen zu viel rechts gestrickt hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei mir stimmt's. So, jetzt nehme ich hier wieder, wie gerade eben bei den Shadow Wraps, nehme ich mir das rechte Beinchen. Muss ich gucken, dass ich nur eins nehme. So, leg's auf die Nadel, stricke das rechts und habe hier wieder mein erstes Shadow Wrap. Dann drehe ich um. Strick jetzt hier auch wieder die 7 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und zählt hier auch nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stimmt. Und mache jetzt auch hier aus meinem Moment. Also du musst aufpassen, weil du hast jetzt ja hier so zwei Querfaden. Also ich nehme immer den obersten, lege mir den jetzt hier wieder auf die Masche, stricke den links ab und habe jetzt hier auch auf der anderen Seite mein erstes Shadow Wrap. Drehe dann wieder um. Dann sind wir wieder auf der Vorderseite. Und jetzt stricken wir wieder die Maschen rechts. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt kommen wir zu unserem Shadow Wrap. Das ist hier wieder die Doppelmasche. Und das Shadow Wrap strickst du jetzt hier ganz normal rechts zusammen ab. Also in die Doppelmasche rein und rechts zusammenstricken oder abstricken. Und dann machst du das nächste wieder zum Shadow Wrap. Das heißt, auch hier holst du dir wieder den Querfaden, legst den auf die Nadel, strickst diesen Querfaden rechts ab. Und legst die abgestrickte Masche jetzt hier wieder auf die linke, drehst wieder um. Und dann stricken wir hier alle Maschen links.
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das Shadow Web, das kannst du immer zählen, weil du das siebte war jetzt ja das Shadow Web, was wir gerade gestrickt haben, wenn du jetzt rückwärts oder vorwärts zählst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, das ist die siebte Masche und dieses Shadow Web stricken wir jetzt hier links zusammen. Das heißt, du gehst von rechts nach links in beide Maschen rein, hast den Faden auf der Nadel und strickst die beiden jetzt links zusammen. Und das nächste machst du hier jetzt auch wieder zum Shadow Web. Und dann wieder auf die linke Nadel legen und wieder umdrehen. So. Also, das geht jetzt eigentlich immer so hin und her. Das heißt, du strickst auf der Vorderseite alle Maschen rechts bis zum Shadow Web. Das Shadow Web strickst du rechts zusammen und das nächste danach, die nächste Masche danach machst du wieder zum Shadow Web. Und auf der Rückseite Maschen links stricken bis eine vom Shadow Web, das Shadow Web dann wieder zusammenstricken links und dann wieder ein neues Shadow Web machen. Und dann wieder umdrehen. Ich mache das jetzt mit dir noch einmal zusammen, dass du es einfach nochmal siehst. Und dann strickst du in dem Sinn so lange weiter, bis du die Masche hier, die letzte zum Shadow Web gemacht hast und auf der Seite auch diese Masche zum Shadow Web. Aber wir machen es jetzt noch einmal zusammen und das wiederholst du einfach immer wieder. Du bist jetzt wieder auf der Vorderseite, strickst jetzt alle Maschen rechts bis zum Shadow Web. Und das erkennst du immer, dass eben eine doppelte Masche ist oder du benutzt einen Maschenmarkierer. Das kannst du einfach dann frei entscheiden. So, ich habe jetzt hier wieder meine Doppelmasche. Gehe ich von links in beide Maschen rein, stricke das rechts ab. Das ist jetzt mein Shadow Web und mache jetzt hier aus der nächsten Masche wieder ein Shadow Web. Das heißt, hier hast du so zwei Beinchen, also einmal das und das, weil du, das sind ja die Shadow Webs, die wir vorhin zusammen gestrickt haben. Deswegen nimmst du hier immer das obere, ne? Also wenn du hier ist der untere Faden oder das untere Beinchen und hier das obere und du nimmst einfach immer das obere und hebst es auf die Nadel. So, dann haben wir hier wieder unser Shadow Web, dann drehen wir wieder um. Und hier auf der Rückseite ist es wie gesagt das dasselbe. Du strickst alle Maschen links bis zum Shadow Web, verarbeitest das Shadow Web und tust in dem Sinne die Doppelmasche links zusammenstricken und dann machst du das nächste auch zum Shadow Web. So, das heißt, wir stricken jetzt alle Maschen links, bis wir beim Shadow Web sind. Das erkennst du eigentlich auch immer ganz gut, finde ich, weil danach bildet sich ja wie so eine Lücke und das ist das Shadow Web und das machen wir dann auch wieder zum Shadow Web. So, das heißt, wir stricken jetzt alle Maschen links, bis wir beim Shadow Web angelangt sind. So, das sind wir schon. Das heißt, das strickst du hier wieder links zusammen. Du gehst mit der rechten Nadel von rechts nach links durch beide Maschen durch. Kannst du dir ja hier auch so ein bisschen so dehnen, dass du besser reinkommst. Holst den Faden, strickst das Shadow Web jetzt links ab und machst jetzt hier das nächste wieder zum Shadow Web. Und hier nehme ich auch wieder das oberste Beinchen oder diesen obersten Querfaden, leg den auf die Nadel. Jetzt hat es hier, Moment, sehe ich gerade den Faden nicht genommen. So, jetzt. Und das machen wir jetzt wieder. Also stricken wir links ab. Moment, ich muss jetzt das hier nochmal kurz ablegen. Das hat sich jetzt hier gerade so ein bisschen verhuddelt. So, ich glaube, jetzt geht es besser. Also ich finde, es hilft immer total, wenn du diese Masche hier mit dem linken Daumen festhebst, dass du einfach in das Shadow Web besser reinkommst. Und das machst du jetzt hier auch dann wieder nach links, wie du das vorhin schon gemacht hast. Und dann bist du jetzt wieder auf der Vorderseite. Und du machst es jetzt, wie gesagt, so lange, bis du, wir sind ja schon relativ weit, hier ist ja das Shadow Web. Und wenn du hier die Masche zu einer Doppelmasche zum Shadow Web gemacht hast und hier auf der rechten Seite, dann sehen wir uns wieder. Und so lang machst du jetzt einfach, wie ich es dir gezeigt habe, alle Maschen rechts bis zum Shadow Web. Das Shadow Web dann rechts zusammenstricken, das nächste zum Shadow Web verarbeiten, dann drehst du wieder um, strickst alle Maschen links bis zum Shadow Web, das Shadow Web dann links zusammenstricken und das nächste zum Shadow Web machen. Und das machst du jetzt so lange, bis du wie gesagt hier und hier eine Doppelmasche hast.
So, ich habe gedacht, ich nehme euch auch hier wieder mit. Ich habe jetzt auf der Vorderseite hier die letzte Doppelmasch bzw. das letzte Shadow Web gestrickt. Bin jetzt hier auf der Rückseite und stricke jetzt auch hier alle Maschen links logischerweise bis wieder zum Shadow Web. Und du merkst jetzt bestimmt schon, wie sich deine Ferse gebildet hat. Hoffe ich auf jeden Fall, dass du das schon gesehen hast. Wir sind jetzt nämlich gleich mit der Ferse fertig. So. So, jetzt haben wir hier. Oh. Bin ich an die Kamera gekommen. Jetzt haben wir hier unser Shadow Web und die müssen wir dann noch zum Shadow Web machen. Das heißt, Faden wieder davor, die beiden links zusammenstricken. Ich glaube, du bist ein bisschen eigner dran, so ist glaube ich besser. Und genau. Und jetzt machen wir die letzte hier auch wieder zum Shadow Web. Du kannst natürlich auch die Doppelmasche benutzen, macht glaube ich auch nichts. Machen wir es hier einfach mal. Und die jetzt links abstrecken, geht vielleicht ein bisschen schwieriger, wie wenn du nur die oberste Masche nimmst. So, dann drehen wir wieder um. Und haben jetzt, wie du sehen kannst, schon unsere Ferse. Wir stricken jetzt alle Maschen rechts bis zum Shadow Web. So. Ich liebe rechte Maschen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber rechte Maschen stricke ich echt gerne. Geht bei mir irgendwie 10-mal schneller wie linke Maschen. So, jetzt sind wir gleich schon an unserem Shadow Web. Und das Shadow Web, wie du dir vorstellen kannst, das strickst du jetzt auch wieder rechts zusammen. Das heißt, du gehst auch hier wieder von links in die Doppelmasche rein und strickst es rechts ab. So, jetzt sind wir nämlich auf der linken Seite fertig und wir gehen jetzt nicht mehr auf die Rückseite von der Nadel, sondern wir gehen wieder vor zur Vorderseite. Und was ich jetzt gerne mache, ist, damit sich jetzt hier beim Übergang von der Ferse zur Vorderseite, dass sich jetzt hier kein Loch bildet. Mache ich das jetzt hier schon? Nehme ich als hier gerne mal eine Masche auf, beziehungsweise den Querfaden auf die Nadel und stricke den jetzt dann hier rechts zusammen ab. Schön festziehen, gerade jetzt hier beim Übergang, dass da sich kein Loch bildet. Und wir schauen nachher nochmal, falls doch irgendwo noch ein Loch ist, kann man das auf jeden Fall nachträglich noch ausbessern. So, das heißt, ich habe jetzt die erste Masche rechts gestrickt. Das heißt, es folgen noch zwei weitere. Hier auf der Vorderseite stricken wir logischerweise wieder in unsere Muster. Die nächste links. Dann heben wir die nächste wieder ab und stricken die nächste wieder links. Und dann wieder drei Maschen rechts. Eine links. Eine abheben und wieder eine links. So, drei Maschen rechts, eine links, eine abheben und eine links. Und die letzten drei Maschen stricken wir rechts. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Und hier haben wir ja jetzt noch unser Shadow Web, das wir noch nicht zusammengestrickt haben. Und du siehst jetzt hier schon schön die Ferse, ne? Also die hat sich jetzt hier schon komplett gebildet. Das siehst du nachher auch noch mal besser, wenn du hier noch ein Stück hochgestrickt hast. Aber jetzt finde ich, erkennt man es schon richtig schön. Auch hier die Shadow Webs, die wir hier zusammengestrickt haben, sieht man gut. Und ja, genau. So, das heißt, ich drehe jetzt wieder hier meine erste Masche um. Strick das Shadow Web jetzt auf der Seite, das haben wir vorhin noch nicht zusammen gestrickt, stricke ich jetzt wieder hier rechts zusammen. Auch hier schauen, dass du richtig in
lieber hier ein bisschen lösen, dass du hier richtig in beide Maschen drin bist. Dann holst du den Faden und strickst es rechts ab und auch hier richtig schön festziehen, weil gerade hier am Übergang bildet sich doch mal gern vielleicht ein Löchlein und somit übergehst du das einfach. So, jetzt strickst du alle Maschen rechts, weil wir ja auch jetzt hier auf unserer Fuß Unterseite, sage ich jetzt mal, da stricken wir ja glatt rechts und hier oben stricken wir Muster weiter. Das heißt, auf der Vorderseite hier stricken wir Muster weiter und hier hinten stricken wir glatt rechts. Das heißt, du strickst einfach alle Maschen hier rechts. So, jetzt habe ich hier auf der Ferse sozusagen alle Maschen rechts gestrickt und das Gute ist, dass du bei der Shadowweb-Ferse jetzt hier hinten keine Maschen mehr abnehmen musst auf der Ferse, weil du hier genauso 21 Maschen hast wie auf der Vorderseite. Das finde ich immer ganz praktisch, im Gegensatz zur Käppchenferse, da musst du ja hier jetzt noch immer einen Teil deiner Maschen abnehmen, aber bei der Shadowweb- oder Boomerang-Ferse ist es eben nicht so. Das heißt, du strickst jetzt weiter auf der Vorderseite in deinem Muster und auf der Rückseite strickst du einfach glatt rechts, bis du deine Fußlänge erreicht hast. Du kannst aber natürlich auch immer gern in die schriftliche Anleitung schauen. Da findest du ja auch nochmal die Angaben. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn es die Socken für dich sind, probier die Socken an, weil oft, finde ich, passt sie so einfach am besten. Ich habe zum Beispiel auch hier bei der ersten Socke viel früher eigentlich meine Bandspitze gestrickt, wie wenn ich jetzt nur auf die Socke aufs Sockenbrett gezogen hätte und so geschaut hätte, ob das passt von der Länge her. Also ich kann dir nur raten, probier deine Socke an, weil jeder Fuß ist anders da und so finde ich, hast du einfach den perfekten Sitz. So, das heißt, hier auf der Vorderseite machst du wieder deine zwei Reihen sozusagen, die du vorhin hier ja auch schon immer gestrickt hast. Die siehst du auch in der Anleitung. Und auf der Rückseite strickst du glatt rechts. Wir machen das jetzt hier noch einmal in der Runde zusammen. Das heißt, ich schaue jetzt, guck, hier hat sich zum Beispiel jetzt hier so ein kleines Löchlein gebildet. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen können. Ich gehe hier meistens immer auf die Rückseite, hole mir jetzt hier diesen Querfaden. Und du kannst es eigentlich auch immer testen, indem du dran ziehst und schaust, ob sich das Loch eben schließt. So, ich lege mir jetzt diesen Querfaden, den ich jetzt von hier unten geholt habe, auf die Nadel und strick das hier rechts zusammen. Und auch hier wieder den Faden schön festziehen, dass sich jetzt hier nicht noch ein Loch bildet. Und jetzt denke ich mal, passt es auf der Seite. So. Die erste, die zweite und die dritte Masche rechts, dann eine links. So, die haben wir vorhin abgehoben, die stricken wir jetzt wieder rechts und wieder eine links. Und das machst du jetzt hier auf der Vorderseite im Muster, drei rechts, eine links, dann wieder eine rechts und eine links. Wieder drei Maschen rechts, links, rechts, links und drei Maschen rechts zum Schluss. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier hat sich, finde ich, auch so minimal ein kleines Löchlein gebildet. Und das werden wir jetzt auch noch korrigieren. So, jetzt schauen wir mal, wie wir es hier machen. Ich nehme hier dazu immer meine hintere Nadel, die brauche ich jetzt ja eh zum Stricken. Und schaue wieder, dass ich jetzt von hier hinten den Querfaden hole, den mir hier wieder auf die linke Nadel lege. So. Da ist eine Schnake, ich glaube es ja nicht. So, und du siehst das, also ich mache das immer so, ich schaue jetzt, okay, ich habe den jetzt hier draufgelegt und ich sehe eigentlich, hier ist jetzt groß kein Loch mehr. Das heißt, ich stricke jetzt die beiden hier auch hier wieder rechts zusammen. Immer auch hier schön festziehen und dann strickst du jetzt hier alle Maschen rechts. So.
Genau, also ich schaue immer bei der Ferse oder jetzt gerade beim Übergang von der Ferse, jetzt wenn wir die Fußlänge hochstricken, dass ich schon relativ normal stricke, also so wie die ganze Zeit auch, weil sonst wird man das in der Socke sehen, wenn du jetzt auf einmal viel fester strickst. Aber ich schaue immer, dass ich hier die letzten zwei Maschen schon fester stricke, gerade die letzte. Ich ziehe dann hier immer noch so ein bisschen am Faden, dass sich jetzt hier eben kein Loch bildet. Genau, und so gehst du jetzt einfach weiter vor. Das heißt, auf der Vorderseite hier strickst du dieses wunderschöne Muster weiter und auf der Rückseite strickst du jetzt hier glatt rechts. Genau. Und dann strickst du jetzt so lange, bis du deine Fußlänge erreicht hast, bis du an der Spitze sozusagen angekommen bist. Und dann sehen wir uns zum Schluss nochmal für die Bandspitze wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier meine Fußlänge fertig gestrickt. Das heißt, ich habe hier vorne im Muster ganz normal weiter, ne? Und hier hinten glatt rechts. Genau, hier siehst du jetzt auch noch mal die Spitze hier schön. Und jetzt fangen wir die Spitze, die Ferse natürlich. Und jetzt fangen wir mit der Bandspitze an. So. Genau, also du hast die Bandspitze, heißt deshalb Bandspitze, weil du hier auf beiden Seiten wie so ein Band hast, das herumläuft. Und wir arbeiten jetzt mit Abnahmen. Das heißt, du nimmst auf der Vordernadel hier vorne und hier hinten Maschen ab und auf der hinteren Nadel genauso. Und das in jeder zweiten Runde. Das heißt, du strickst die erste Masche rechts. Dann hebst du wie zum Rechtsstricken die nächste Masche ab. Du hebst nochmal wie zum Rechtsstricken die nächste Masche ab. Stichst dann in die beiden abgehobenen Maschen von links nach rechts rein. Holst den Faden und strickst die rechts zusammen. Das nennt sich auch im Englischen Slip Slip Knit. Und dann strickst du einfach alle Maschen rechts, bis du auf der linken Nadel noch drei Maschen hast. Das heißt, ansonsten ganz normal alle rechts stricken. So, jetzt haben wir hier noch drei Maschen und die nächsten zwei Maschen stricken wir rechts zusammen. Du kannst sie hier auch ein bisschen, dass du besser reinkommst, vielleicht hier in die zwei Maschen, die hier so ein bisschen lockern oder abheben und dann gehst du von links in beide Maschen rein, holst den Faden und strickst die rechts zusammen. Und die letzte Masche strickst du einfach ganz normal rechts. So, und das gleiche Spiel machen wir jetzt auch hier hinten auf der Rückseite. Das heißt, du strickst auch hier die erste Masche rechts. Dann tust du die erste Masche abheben, die zweite Masche abheben. Und von links in beide Maschen rein und rechts stricken. Dann auch hier wieder alle Maschen rechts. Bis du auf der linken Nadel noch drei Maschen hast. So. Und dann strickst du die nächsten zwei auch wieder rechts zusammen. Und die letzte Masche strickst du rechts. So, das ist die eine Runde. Und die zweite Runde ist ganz einfach, weil da strickst du einfach ohne Abnahme alle Maschen rechts. Das heißt, einfach nur rechte Maschen stricken. Auch die, wo du vorhin zusammengestrickt hast, einfach alle Maschen rechts, ohne Maschen abzunehmen. So, auf der Rückseite genauso.
So, und wie du auch in der Anleitung gelesen hast, machst du jetzt die beiden Runden so weiter, bis du insgesamt noch 20 Maschen hast. Das heißt, du hast dann auf der Vordernadel 10 Maschen und auf der hinteren Nadel 10 Maschen und verfolgst jetzt einfach die Anleitung, die schriftliche Anleitung. Das heißt, in der ersten Runde nimmst du hier insgesamt 4 Maschen ab, also hier eine und auf der andere Nadel genauso und dann strickst du eine Runde glatt rechts drüber und das machst du jetzt eben im Wechsel, bis du insgesamt noch 20 Maschen hast. So, ich bin jetzt ein ganzes Stück schon weiter und zwar siehst du jetzt hier auch schön den Übergang vom Muster hier zur Spitze und du siehst auch hier schon schön das Erhabene, dieses Band seitlich. So, natürlich, wie du vielleicht schon gemerkt hast, beziehungsweise vielleicht hast du auch noch nicht gemerkt, wir haben ja wegen dem Muster eine ungerade Maschenzahl. Das heißt, wir haben ja ursprünglich hier vorne 21 Maschen gehabt und hier hinten auch 21. Und ich müsste jetzt noch auf jeder Nadel 13 Maschen haben. Ich zähle noch mal kurz nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Genau. Deswegen nehme ich jetzt in der letzten Abnahmerunde 3 Maschen insgesamt auf jeder Seite ab, nicht nur 2. Das heißt, wir stricken wieder die erste Masche rechts, dann Slip, Slip und stricken die beide rechts zusammen. Dann stricke ich eine Masche rechts und stricke jetzt hier einfach nochmal 2 zusammen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das passt. So, und jetzt stricken wir rechts bis 3 Maschen vorm Ende, wie du es die ganze Zeit schon gemacht hast. Stricken die beiden wieder rechts zusammen und stricken die letzte rechts. So, jetzt haben wir hier vorne nämlich noch, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, genau. Und dasselbe machen wir jetzt hier hinten auch. Heißt, wir stricken die erste Masche rechts. Das ist immer wichtig für dieses Band seitlich. Dann abheben, abheben und die beiden zusammenstricken. So, dann stricke ich wieder eine rechts. Dann mache ich das gleiche nochmal. Slip, slip und knit. So, und dann stricken wir jetzt rechts bis 3 Maschen vorm Ende. Und die beiden stricke ich auch wieder rechts zusammen. Und die letzte rechts. So. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10. Insgesamt 20 Maschen, aber weil wir jetzt ja hier nur die erste Runde gestrickt haben, die zweite Runde, wo du nur glatt rechts strickst, strickst du hier jetzt trotzdem. Das heißt, hier vorne bei den 10 Maschen nur rechte Maschen. So, und hier hinten auch. Dann machst du das genauso. Und du siehst, ich habe auch gar nicht mal so viel Wolle übrig, aber das reicht eigentlich perfekt für 50 Gramm für eine Socke. So, hier strickst du jetzt auch nur rechte Maschen. Und jetzt sind wir nämlich dann da angelangt, wo du eben insgesamt, wie es auch in der Anleitung steht, insgesamt 20 Maschen jetzt noch auf deinen Nadeln hast. Das heißt, hier vorne 10 und hier hinten 10. Und jetzt nehmen wir nämlich in jeder Runde ab und nicht nur in jeder zweiten, bis wir insgesamt 8 Maschen nur noch haben. Das heißt, hier vorne 4 und hier hinten 4. Und ich zeige dir das jetzt aber nochmal, wie das funktioniert. Genau, weil wir wollen es natürlich, dass sich die Spitze hier oben jetzt auch dann schließt demnächst. Deshalb nehmen wir jetzt in jeder Runde ab. Das heißt, die erste rechts, dann wieder abheben, abheben und die beiden zusammenstricken rechts. Dann alle rechts bis 3 vorm Ende. Also hier machen wir jetzt eigentlich nichts anderes wie vorhin auch schon. Dann die zwei wieder
rechts zusammenstrecken und die letzte rechts. So, das machen wir jetzt auf der Rückseite genauso. Das heißt, die erste Masche rechts, dann hier wieder abheben, abheben und die beiden jetzt hier rechts zusammenstricken. Dann rechts bis drei Masche vom Ende. Dann die nächsten beiden, ich tue die mir nur hier ein bisschen locker machen, die stricken wir jetzt wieder rechts zusammen. Und die letzte rechts. So. Jetzt nehmen hier wir wieder ab. Also normalerweise wird es jetzt ja eine Runde glatt rechts kommen. Hier nehmen wir jetzt aber auch ab. Das heißt, eine rechts. Dann wieder hier abheben, abheben. Und richtig in beide Maschen rein. Die rechts zusammenstrecken. Dann eins, zwei Maschen rechts und dann die zwei hier wieder auch rechts zusammenstricken und die letzte rechts. Vier, jetzt haben wir hier sechs Maschen, okay. Dasselbe machen wir jetzt auch auf der Rückseite. Das heißt, erste rechts, dann abheben, abheben und die beiden dann zusammenstricken. Dann wieder zwei Maschen rechts und dann haben wir noch drei Maschen. Dann strickst du die beiden wieder rechts zusammen und die letzte Masche rechts. So, und jetzt haben wir eine letzte Abnahmerunde, weil wir haben jetzt noch hier vorne sechs Maschen und auf der Rückseite oder auf der hinteren Nadel auch sechs Maschen. Wir wollen ja hier vorne und hier hinten vier. Das heißt, wir haben jetzt unsere letzte Abnahmerunde. Die erste rechts, abheben, abheben, zusammenstricken und dann die beiden rechts zusammenstricken und die letzte rechts. Jetzt haben wir hier vorne schon unsere vier Maschen. So, das machen wir jetzt hier hinten auch noch. Die erste rechts, abheben und abheben. Mit links durch die zwei Maschen und rechts stricken. Dann die beiden nächsten wieder rechts zusammenstricken. Ich mache die mir jetzt hier nur wieder hier ein bisschen locker. Und die letzte Masche rechts. So, zum Schluss ist es manchmal ein bisschen eng mit den Maschen, aber ja, wir sind jetzt auch fast fertig. Jetzt haben wir hier vorne vier Maschen und hier hinten auch vier Maschen. Das heißt, wir sind jetzt, haben jetzt unsere Bandspitze soweit fertig und ich finde, sie ist richtig schön. Also ich liebe es eigentlich, die Bandspitze zu stricken. Und das heißt, wir tun jetzt unseren Faden ein gutes Stück abschneiden. Ich hole mir jetzt noch kurz meine Vernähnadel und dann machen wir noch zusammen den Maschenstich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier meine Schere und hier auch eine Vernähnadel. Du kannst aber hier auch eine ganz normale silberne Nadel nehmen. Es muss jetzt nicht so eine sein. Unser Faden. Und ich wickel mir immer so nach Gefühl so ein bisschen was ab. Schneide dann hier ab. Das heißt, das ist jetzt hier noch übrig. Und jetzt wickel ich mir oder mache ich den Faden auf diese Vernähnadel. Und jetzt machen wir den Maschenstich. Und da hast du am Anfang eine Vorbereitungsrunde und dann beginnt der Maschenstich. Also die Vorbereitungsrunde geht wie folgt. Bei der vorderen Nadel hier müssen wir von rechts einstechen. Also wir stechen von rechts in die erste Masche und schieben jetzt einfach die Vernähnadel durch. Das ist unsere Vorbereitungsrunde bei der vorderen Nadel. Und bei der hinteren Nadel gehen wir in die erste Masche von links
Also wie als würdest du rechte Maschen stricken und ziehen auch hier den Faden durch. Und ganz wichtig, gucken, dass du jetzt hier nicht nochmal irgendwie dir eine Masche ziehst, sondern richtig den Faden schön zwischen die zwei Maschen und schön festziehen. So, das war jetzt die Vorbereitungsrunde sozusagen. Jetzt beginnt der Maschenstich und das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Das geht nämlich links, rechts, rechts, links. Wie ich das meine, zeige ich dir jetzt. Wir fangen immer bei der vorderen Nadel an und gehen danach auf die hintere Nadel. Also links. Wir stechen von links ein in die erste Masche und heben die von der Nadel ab. Da passiert jetzt nichts, die bleibt einfach hier drauf. Das war jetzt links. Und dann stechen wir von rechts ein in die nächste Masche auf der Vordernadel und ziehen den Faden durch. So, dann sind wir auf der hinteren Nadel. Da haben wir als erstes rechts. Das heißt, wir gehen von rechts in die erste Masche und heben ab und gehen von links in die nächste Masche und ziehen die Nadel oder auch den Faden durch. So, ich hebe immer also mit meiner linken Hand die Maschen hier ein bisschen fest, dass die eben nicht runterpurzeln von der Nadel. So, dann geht es wieder von vorne los. Also es ist immer links, rechts, rechts, links. Wir stechen von links ein, heben einfach ab, dann gehen wir in die zweite Masche sozusagen, also in die nächste, wo es hier noch drauf liegt, gehen wir von rechts. Die bleibt auf der Nadel und du ziehst einfach deine Vernähnadel durch. Dann auf der hinteren Nadel fängt es mit rechts an. Das heißt, du gehst von rechts in die Masche und hebst die ab und gehst danach von links in die nächste Masche und ziehst die Nadel durch hier. So, jetzt haben wir jeweils noch zwei Maschen. Jetzt geht es hier wieder von links los, also links abheben und rechts. Und dann auf der hinteren Nadel von rechts als erstes, also gerade umgekehrt in dem Sinn, und dann von links und durchziehen. So, jetzt haben wir auf jeder Nadel nur noch eine Masche und das ändert sich jetzt eigentlich auch nicht. Wir gehen von links in die vordere Masche und können jetzt die Nadel fallen lassen und gehen jetzt von rechts in die hintere Masche, in die letzte Masche und lassen auch die Nadel fallen. Und haben jetzt sozusagen unseren Maschenstich beendet. Jetzt machen wir das so, also so mache ich das immer. Jetzt müssen wir ja noch die Fäden vernähen. Ich gehe immer mit meiner linken Hand in die Socke rein und gehe jetzt dann hier durch dieses, hier hat sich jetzt so ein kleines Löchlein oder das siehst du hier diese Masche. Hier gehst du jetzt mit der Nadel rein. Und ziehst dann die Nadel mit deiner Hand in der Socke einfach durch und ziehst es fest und somit sieht man jetzt hier auch nichts, ne? So, dann stülpst du das Ganze um auf die linke Seite und ich zuppel mir das dann hier immer so ein bisschen hin, dass das auch wirklich passt. Und jetzt gibt es hier eigentlich keine Richtlinie. Also ich mache das immer so, dass ich einfach hier ein paar Mal den Faden drum wickle. Du kannst auch mit der Nadel einfach hier bei ein paar so entlang fahren. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ja, also ich gehe jetzt einfach so ein bisschen hier noch runter, dass sich da der Faden jetzt auch nicht irgendwie auflöst. Und zum Schluss gibt es einen Trick, wie ich finde, dass der Faden eigentlich dann auch ganz gut hebt. Was ich jetzt eigentlich auch schon unabsichtlich mache. Und zwar, wenn du sagst, so, ich finde, ich habe jetzt genug den Faden hier vernäht auf der Rückseite der Socke, dann mache ich es immer so, dass ich mit der Nadel hier eine Masche oder einen Faden hier teile. Das heißt, ich gehe dann hier so durch
ne? Und teile diese Masche sozusagen. Und dadurch finde ich, ja, hebt der Faden dann ganz gut. Dann kannst du den hier abschneiden, also nicht zu knapp. Also ich lasse immer so ein bisschen Freiraum, dass wenn sich das jetzt hier nämlich dehnt, dann geht der noch so ein bisschen weg, der Faden. So, und hier unten haben wir jetzt ja noch unseren Anfangsfaden am Bündchen und den vernähen wir jetzt natürlich auch noch. Das heißt, da tust du den jetzt hier auch auf deine Vernähnadel nehmen. Und ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu stricken, bin ich eigentlich immer hier so runtergegangen. Jetzt mache ich das aber eigentlich ganz gern, dass ich sage, ich gehe hier oben am Maschenanschlag sozusagen entlang. Das heißt, ich nehme jetzt den Faden und gehe hier immer so durch diese angeschlagenen Maschen durch. Du kannst es auch so ein bisschen den Schlangenlinien-Style machen. Und ziehst dann einfach mal den Faden durch. Immer gucken, also nicht gucken, dass das, also nie so machen, ne? Immer gucken, dass es schön locker ist, weil das Bündchen soll ja auch schön locker nach wie vor bleiben. Aber ich finde, das ist für mich die beste und unsichtbarste Möglichkeit und Sache, um den Anfangsfaden zu vernähen. Ich mache das so eigentlich ganz gerne und bin jetzt hier auch schon relativ weit. Ich habe jetzt von hier in dem Sinn bis hier den Faden vernäht und gehe jetzt auch hier noch durch eine Masche durch, so wo ich die dann auch so teile, ziehe die Nadel hier durch und ja, schneide auch hier dann ab. Wie gesagt, nicht ganz knapp, sondern lieber so ein bisschen ja, minimal, dass es überlappt. Und jetzt ist bei dir wahrscheinlich deine erste Socke, bei mir ist es jetzt meine zweite Socke, die fertig ist. Ja, ist fertig. Ich zeige es dir nochmal in Nahaufnahmen. Also hier oben haben wir die Bandspitze. Wenn ich jetzt die Socke hier teile, siehst du auch hier ganz schön das Band. Ne? Das breite Band bildet sich eben, weil wir ja auf der Vorderseite, also einmal hier auf der Vorderseite rechts gestrickt haben und auf der Rückseite genauso. Also ich finde es richtig, richtig schön, das Band auf der Seite. Dann haben wir hier unser wunderschönes elastisches Muster, Vintage-Muster mit den abgehobenen Maschen, die dann zu erhaben sind. Das siehst du wahrscheinlich erst richtig, wenn du die Socke anhast. Genau, hier das Anfangsbündchen im Rippmuster mit eins rechts, eins links. Dann die Boomerang-Ferse, die wir zusammengestrickt haben. Und hier auf der Rückseite von der Fußlänge glatt rechts. Und genau, bei mir sind jetzt wie gesagt beide Socken fertig. Ich hoffe, dass dir das Tutorial gefallen hat, dass dir die Strickanleitung gefallen hat und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß auch noch mit deiner zweiten Socke und dann ja, eine gemütliche Zeit mit deinen frisch gestrickten Socken.